Au, der kennt auch keine Gnade hinter dir. Ja, es ist immer gut, eine Rückendeckung zu haben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und ja, ihr werdet es gleich feststellen, wir sind diesmal alleine. Deswegen, ihr habt es vielleicht auch schon am Thumbnail erkannt, wird da jetzt eine 001 stehen, wenn ich es nicht total verpeilt habe. Denn das Ganze wird jetzt erstmal ein Singleplayer. Für diejenigen, die den lieben Richie vermissen, ich werde unten in der Videobeschreibung natürlich sowohl unser Koop-Projekt als auch seine Singleplayer-Folgen verlinken, beziehungsweise seinen YouTube-Kanal und ja, seinen Playlist-Link zu seinem Singleplayer Fallout 76. Ich kann im Moment leider noch nicht sagen, ob es wieder ein gemeinsames Fallout 76 mit Richie und mir geben wird, denn bei mir geht es momentan privat ein bisschen drunter und drüber, kann ich so sagen, um es harmlos auszudrücken. Mein Zeitplan ist momentan ziemlich eng gestrickt und das macht Aufnahmen, sage ich mal, mit einem Aufnahmepartner ja nahezu unmöglich beziehungsweise ganz schwierig. Und ja, das wollte ich sowohl... Huch! Hallo, Herr Dotpitch. Level 77, alles klar. Social Life und so. Ja, okay, Fallout 76 ist ja jetzt schon ein bisschen draußen. Die letzte Folge, die ihr von unserem Koop-Projekt gesehen habt, das war Folge 33. Und da haben wir noch in der Beta gespielt. Das heißt, für mich sind jetzt ganze 3 Wochen vergangen. Und ich muss jetzt sozusagen auch erstmal wieder reinkommen. Denn ich hatte Urlaub. Das heißt, ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub, beziehungsweise jetzt ist eigentlich gerade noch Urlaub und ich habe es gerade so geschafft, irgendwie eine Aufnahme zwischenzuschieben, bevor das totale Planungschaos bei mir ausbricht, sozusagen. Es ist bei mir gerade, muss ich dazu sagen, ganz früh am Morgen. Wir haben 5 Uhr, beziehungsweise fast 6 Uhr. Ich kann momentan nämlich auch nicht so wirklich schlafen. Das ist so das Nächste, was Aufnahmen momentan etwas schwierig macht. Irgendwie will es momentan mit dem Schlafen einfach nicht so klappen. Und das heißt, sollte ich jetzt noch verpeilter sein, als ich es sonst sowieso schon immer bin, ja, dann könnte das am Schlafmangel und vielleicht an ein bisschen Stress liegen. Aber soll uns nicht stören. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal alleine weitermachen. Allerdings habe ich hierfür einen neuen Charakter erstellt. Das heißt, der andere Charakter bleibt erstmal unangetastet. Wie gesagt, es kann jederzeit sein, dass dieses Koop-Projekt wieder weiterläuft, wieder aufgenommen wird. Ich habe mit Richie da auch grob eine Absprache gemacht, sofern das eben gerade auch zeitlich ging, dass wir sozusagen, oder er hat das so gemacht in seinem Singleplayer-Projekt, dass er sozusagen die Ränder, ich mache gerade mal die Karte auf, die Ränder der Karte abgelaufen ist. Ich würde sagen, das machen wir auch einfach mal. Deswegen habe ich mich jetzt gerade wieder nach Flatwoods zurückgeportet. Den Ort kennen wir ja schon zu Genüge. Da haben wir sehr viel Zeit verbracht im Koop-Projekt. Das werde ich übrigens auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Unbedingt mal reingucken, wenn ihr sozusagen wissen wollt, was hier auf der Karte eigentlich jetzt alles so passiert ist, warum hier die Punkte aufgedeckt sind, was die Story bis hierhin ist. Wir sind jetzt gerade Level 7. Dann unbedingt das Koop-Projekt gucken, denn ich setze jetzt sozusagen mit meiner ersten Folge im Singleplayer oder im Solo-Projekt sozusagen genau da an, wo, ja, Richie und ich sozusagen momentan aufgehört haben. Und ja, genau, ich würde sagen, bevor ich zu viel laber und wahrscheinlich hier nebenbei verhungere und verdurste, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. 3 Wochen, ihr glaubt gar nicht, wie schnell man aus einem Spiel rauskommt, wenn man ein Gehirn hat wie ein Sieb, also wie ich. Ich dachte mir jetzt einfach, ich gucke mal kurz nach einer Werkbank, um ein paar Sachen zu zerlegen. Und dann würde ich sagen, Challenge abgeschlossen. Erkunde Appalachia 24 Stunden lang. Cool, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin gerade erst online gekommen. Ja, okay. Würde ich sagen, gehen wir nämlich hier wieder zurück, so ein bisschen, an dem Fluss entlang. Gucken, was da so passiert. Wir könnten uns rein theoretisch auch weiter porten. Das kann ich dann auch gleich machen. Aber erstmal kurz zu einer Werkbank. Oder wir gehen nach unten. Das können wir auch machen. Gehen wir erst nach unten? Vielleicht gehen wir auch erst nach unten. Genau, aber erstmal eine Werkbank. Ich kenne mich hier auch überhaupt nicht mehr aus. Das ist sozusagen, wie gesagt, jetzt nicht mehr die Beta. Das ist jetzt schon die Vollversion. Und was heißt schon? Die ist ja jetzt schon ein bisschen draußen. Aber wie gesagt, ich war im Urlaub. Und... das heißt, es gibt auch schon den ersten Patch. Ein paar Sachen wurden schon gefixt. Ich glaube, man kann mehr tragen, kann man nicht, aber man kann in seine
Kiste mittlerweile mehr einlagern. Glaube ich. Oh, da ist wieder leckeres Zeug drin. Die Gute wird uns wahrscheinlich jetzt gleich wieder zutexten mit dem Event. Nein? Okay. Dann meint sie es heute mal gut mit uns. Die Überlebensgeschichte kennen wir ja schon. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal, wenn ihr hier diese ganze Geschichte erfahren wollt, dann unbedingt... Oh, ich bin schon wieder überladen. Dann unbedingt das Koop-Projekt gucken. So, ich könnte einmal bei ihm verkaufen, aber ich glaube, da hinten Haben konnte man... Sie etwas gekocht? Wenn ich eine Nase hätte, würde ich den Duft genießen. Das weißt du doch gar nicht. Ob du den Duft genießen würdest. Weißt du gar nicht, ob ich gut koche. So, den Bunsenbrenner nehme ich auch mal mit. Hier ist das ganze gute Zeug wieder. Kann man wieder schön plündern. Nur der Seesack ist leer. So, genau, hier oben konnte ich ja zumindest auch verwerten. Einmal den ganzen Schrott. Macht uns das leichter. 144 von 160. Nicht wirklich. Die 10mm Pistole, warum habe ich die aufgehoben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Impro-Pistole werde ich wahrscheinlich nie wieder verwenden. Ich mag Impro-Waffen nicht so gerne. Die Leuchtpistole werde ich wahrscheinlich auch nie verwenden. Den Ranger-Hut bestimmt auch nicht. Eine Rohrzange, Nahkampf. Huch, da ist irgendwie jemand, glaube ich, neben uns. Präzisionsschütze, Jagdgewehr. Ja, das habe ich ein bisschen umgebaut. Das ist das normale Jagdgewehr tatsächlich. Ich habe es nur ein bisschen umgemodelt. Ich glaube, die Sacrifice, also der andere Charakter, den wir mit Richie erstellt haben, der hatte zwar auch ein Jagdgewehr, aber ich glaube kein... ja, nicht so aufgemotzt. Irgendwie, der Loot ist halt teilweise auch ein bisschen unterschiedlich. Deswegen konnte ich es nicht 1:1 nachspielen sozusagen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, es so grob 1:1 nachzumachen, aber es ging eben nicht perfekt. So, es ist 6 Uhr morgens und mein Nachbar dreht am Rad, glaube ich, gerade. Für diejenigen, die mich noch nicht so gut kennen und hier gerade erst einschalten, ja, meine Nachbarn sind sehr präsent, werdet ihr noch kennenlernen. So, die Pumpgun. Den Schlagstock, ich glaube, ist das die einzige... Nein, die Machete habe ich auf dem... Die macht 17, die Machete macht auch 17. Können wir den Schlagstoff eigentlich, der hat Angriffsgeschwindigkeit Mittel. Mittel nimmt sich eigentlich nichts. Vom Gewicht her sind sie auch gleich weg damit. Wir wollen keinen Schlagstock. Der randaliert. Der Kollege hier, der um uns rum ist. Und unser Nachbar. Okay, Waffen haben wir dann damit. Hilfsmittel und so weiter haben wir ja an sich nichts, was wir zerlegen können. Genau. Kann ich denn irgendwas herstellen eigentlich? Irgendwas Tolles. Ich habe jetzt übrigens auch die Skills ein bisschen anders gelegt, das heißt... kontaminiert. Hilfe erfordert. Ja, genau. ich habe die, also ein bisschen weniger auf Charisma, sondern eben ein bisschen mehr auf, ja, Singleplayer sozusagen. Charisma ist ja wirklich eher für Multiplayer, weil er eben, ja, dieses Koop-Spiel an sich unterstützt. Deswegen habe ich Charisma jetzt ein bisschen weggelassen. Das ist aber kontaminiert. Hilfe erfordert. Eigentlich das Einzige, was ich gemacht habe. Das können wir mal eben machen. So. Genau. Dann bin ich aber immer noch zu schwer. Wir gucken mal kurz, ob wir da unten ein bisschen was verkaufen können. Bei dem Guten. Ausrüstung kontaminiert. Hilfe erfordert. Stufe 6. Aber einen schicken Anzug und ein Basie. Alles klar. Sie testen diese Wasserprobe. Henna ist gerade beschäftigt. Clever. Wirklich, wenn ein... fremder Spieler dran ist, kann ich auch nicht mehr mit dem handeln. Das haben sie aber nicht so gut gemacht. Hi, Kollege. Dann gucke ich gerade mal, ich glaube da vorne war... Oder war das da oben? Da war eine Waffenwerkbank. Ich glaube zwar nicht... Waffenwerkbank? Ich hätte eigentlich gerne eine Rüstungswerkbank. Sowas wäre irgendwie toll, wenn das ein bisschen auf der Karte markiert wäre. Gab es hier nicht auch irgendwo noch eine Rüstungswerkbank? Da unten gab es, glaube ich, auch irgendwas. Was hatten wir hier nochmal? Eine Bastelwerkbank. Ich glaube, das war Munition. War das Munition? Das war Munition. Hilft uns gerade auch nicht weiter. Ich wollte euch nämlich eigentlich ein wunderschönes neues Outfit zeigen, das ich mir jetzt gerade mal so im Shop gegönnt habe. Ja gut. Bist du fertig da drin mit deinem Handeln? Ja, darf ich auch handeln? Das ist sehr freundlich.
Ich dachte tatsächlich, das wäre nur, wenn man in der Gruppe ist, dass man dann nicht gleichzeitig handeln kann. Es geht nichts über eine Frau in Uniform. Oh, doch. Ein Mann in Uniform. Sieht auch gut aus. So. Ich wollte ein bisschen was verkaufen. Zum Beispiel die Baseballgranate. Verwenden wir lieber nicht. Molotow-Cocktail möchte ich tatsächlich gerne mal... Schön, wieder auf menschliche Wesen zu treffen. Erhalten. Er ist auf jeden Fall immer sehr penetrant mit seinen Aussagen hier. Alkohol werde ich verkaufen. Alkohol möchte ich nicht trinken. Ich möchte nicht alkoholabhängig werden. Denn ja, das geht in diesem Spiel. Diejenigen, die es nicht wissen. Billiger. Wenn Sie Vorräte brauchen, ist Bob für Sie da. Bob? Ja, das ist sehr freundlich von dir. Nein, also für diejenigen, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben oder hier irgendwo mitten reingeklickt haben, ich klinge nicht abgehackt, mein Mikrofon ist gesund, alles ist gut. Ich veräpple nur gerade ein bisschen unseren Mit Roboter. Mit etwas Glück und Verstand schaffen Sie es da draußen. So ein bisschen wie ein alter Walkman. Kennt noch jemand von euch die alten Walkmans? Ach ja, schön. Okay, so wirklich Sachen kann ich jetzt aber bei ihm auch nicht verkaufen. Wir haben nur 7 Haarklammern. Wie viel Asche haben wir denn? Hatte gesagt, 306. Dass 306 mehr nur? Leute kommen würden. Schön, sie ja. kennen zu lernen. Ist das so? Okay. Gut, denn wir sind nicht wirklich leichter. 125 von 160. Wir müssten eigentlich tatsächlich mal ein Camp bauen oder zumindest eine Lagerkiste. Oder nochmal eine Lagerkiste finden. Weil die Lagerkiste finden war ja eigentlich, glaube ich, gar nicht so schwer. Oder war das nicht hier irgendwo? Gab es hier nicht irgendwo eine Red Rocket? Wo war die denn? War die hier oben oder war die unten? Ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, wo die war. Das Problem ist, das hier ist schon wieder... Ja, eine gute Ecke her. War die eher hier im Süden? Oder war die im Norden? Ich weiß es nicht mehr. Ach, das Opossum. Oh, ich mich gerade erschrocken. Okay, ich glaube, es war in die andere Richtung. Ich bin mir nicht sicher. Nein, da vorne war sie. Ich glaube, da war die Lagerkiste, oder? Da werden wir mal kurz ein bisschen was einlagern. Und dann geht's auch los. Mit dem ganzen Aufräumen und so weiter. Und erstmal das ganze Gelaber und ihr fragt euch bestimmt schon, was ist denn hier los? Wird hier auch mal gespielt, Kollege? Ich helf dir mal. Alles gut. Wir sind tot. So. Medics verdünnt würde ich eigentlich nicht haben, aber... Okay, so, dann können wir gerade nochmal... Wir haben jetzt zwar nicht wirklich viel aufgehoben, aber vielleicht können wir nochmal kurz verwerten. Ein bisschen immerhin. So, haben wir hier noch irgendwas? Erkennungsmarken. Na gut. Und, oh, 308er Patrone ist immer schön. Wir haben nur noch eine 308er Patrone. Ach, das ist unsere Schrotflinte. Ich würde gerade sagen. Okay, gut. Schrot haben wir nur noch eine Patrone. Aber das sollte auch nicht so schlimm sein. Ich muss gerade nochmal reinkommen. 1, 2. Okay, was habe ich auf 3? Machete. Gut. So, darf ich hier mal gucken? Transfer. Wir möchten... Okay, da steht aber noch 400. Haben Sie das jetzt nicht auf 600 erhöht? Ich bin jetzt gerade verwirrt. War das nicht die Kiste, die Sie auf 600 erhöht haben? Auf jeden Fall werden wir mal unseren ganzen Schrott hier einlagern. Und... Gut, unser Essen... Müssen wir eigentlich nicht da reinlegen, aber... Buff-Out. Oh, verdammt, das hätte ich auch verkaufen können. Okay, wir sind immer noch verdammt schwer. Also wirklich was aufheben können wir aktuell eigentlich nicht. Oder wir müssen einfach mehr futtern und mehr trinken. Jetzt kommt sowieso die Weihnachtszeit. Es ist besser, wenn man ein bisschen zulegt. Weil es wärmer. Nein, natürlich nicht. Futtern wir das mal. Und so eine leckere, gebackene Bläfliege. Da gönnen wir uns direkt mal 2 davon. So, und dann würde ich sagen, auf Sir Chittingham kann ich nicht looten.
jetzt gehen wir. Ich möchte andauernd F5 drücken. Ich habe nämlich momentan auch in meinem Urlaub privat nochmal Fallout 4 gespielt. Voll gemoddet. Ja. Da bin ich es gewöhnt. Ich habe da im Überlebensmodus gespielt, dass ich mit einer Mod auch zumindest Quicksave machen kann. Und, ja. Au, oh, der kennt auch keine Gnade hinter dir. Hm. Ja, es ist immer gut, eine Rückendeckung zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, was waren Emojis. So, zeigen wir ihm auch mal Däumchen nach oben. Zumindest trifft man am frühen Morgen freundliche Spieler. Das finde ich schon mal gut. Gefällt mir. Okay, so, wir wollten ja eigentlich uns gar nicht aufhalten. Was ich euch noch erzählen wollte, in der letzten Folge, die letzte Folge war Folge 33 vom Koop-Gameplay. Oh. Sind das gerade Feinde oder sind sie gerade freundlich? Ich weiß es gerade nicht. Wir schießen einfach. Erst schießen, dann fragen. Okay, sie sind Feinde. Können die Autos hier eigentlich im... Ich weiß es gar nicht mehr. Können die hier in Fallout 76 explodieren? In Fallout 4 können sie es. Ich möchte es gerade... Aua, nicht herausfinden. Ach, da ist noch einer. Du hast überlebt. Okay, springen und schießen geht schon mal nicht. Aua. Ja, im Schleichmodus ist das überhaupt kein Problem, die mit einem Schuss zu töten. Und die vertragen wirklich nicht viel. Na toll, beladen wir uns wieder schön mit... Huch! Wer schießt da auf mich? Das ist nicht die feine Art. Ich möchte hier eigentlich gerade was erzählen und ihr unterbrecht mich einfach. Fehler! Fehler! Fehler? Ja, absolut. Und zwar... Achso, sollte ich irgendwie total aufgekratzt sein, dann könnte das daran liegen, dass ich gerade zwei Tassen Kaffee geäxt habe, um... halbwegs klar zu sein und das Let's Play hier zu machen. Falls ich jetzt fragt, ja, aber du hast doch erzählt, dass du nicht schlafen kannst, dann leg dich doch schlafen. Ja, wenn es funktionieren würde. Also ich bin übermüdet, aber nicht müde, sofern man das sagen kann und das funktioniert. Also bei mir funktioniert es offensichtlich. Okay, wir wollen aber nach Süden eigentlich. Wir müssen hier irgendwie über den Fluss. Oder wir gehen nach da hinten. Ich glaube, das hier kennen wir auch noch nicht. Werde ich schon wieder angeballert? Ich hoffe nicht. Ich freue mich übrigens schon auf den... Schönen Tag auf der Fahrt. Ebenso. Hey, und dann beballerst du mich? Wünscht mir einen schönen Tag und ballert mir erst meinen Rücken. So nicht. Ich loote den jetzt nicht, weil... Es, ja. Wäre mir jetzt zu viel Umweg, die alle wiederzufinden. Potenzielle Quelle gefunden. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Vorhin wollte ich auf jeden Fall irgendwas mit Folge 33 sagen. Ja. Ich glaube, die hatten wir beendet mit dem Atomshop, den ich ja eigentlich sogar relativ gelobt habe, weil er, ich finde, er ist ziemlich fair, weil er größtenteils einfach nur Optik hat. Oder er hat eigentlich nur Optik-Sachen in dem Sinne. Und muss dann aber direkt mal Kritik aussprechen, denn in diesem Atomshop oder Atomshop, wie auch immer man ihn eben nennen will, ob jetzt auf Englisch oder auf Deutsch, ja, findet eine Musik oder ja, ist eine Musik präsent, die... die GEMA nicht so gut findet. Deswegen wurde mein Video erstmal... Wer bist du? Mein Video wurde erstmal... ich habe erstmal einen Copyright-Strike bekommen, sozusagen. Das ist auch nicht die... Wo kommt ihr denn her? Okay, wir könnten auch... Aua. Eine Schrotflinte. Toll, und mit dem letzten Schuss erstmal schon daneben schießen. Ja, das denke ich mir gerade bei den Ghoulen auch. So wie tun die eigentlich gar nicht, oder? Kann ich voll daneben? Im Nahkampf ist es ein Katastrophe. Einmal in Stimpack habe ich das noch auf Taste 5. Ja. Ich möchte nicht ins Feuer. Ich möchte... Nahkampf ist eine Katastrophe. Oder ich bin im Nahkampf eine Katastrophe. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall habe ich erstmal einen Copyright-Strike bekommen. Also keinen wirklichen Strike, ein Copyright-Claim, entschuldigt, ein Copyright-Claim. Das hieß, ja, es wurde sich erstmal beschwert, na, hier wird Musik verwendet, die du nicht verwenden darfst. Und ich dachte mir, toll, bist du erst da. Habt ihr wirklich in euren Shop Musik gepackt, die, ja, GEMA-geschützt ist? Fand ich überhaupt nicht gut.
Und was ich an der Stelle auch gerne noch sagen möchte, vielleicht gibt es schon den einen oder anderen von euch, der moddet. Es gibt ja schon für Fallout 76 Mods. Ihr kennt, vielleicht kennt ihr mich aus, ja, mit meinem Skyrim Let's Play, da spiele ich ja Ultra Modded. Wenn ihr es nicht kennt, Hashtag Eigenwerbung, findet ihr auch auf meinem Kanal. Ja, ich bin total Modding begeistert, ihr wisst es, aber ich werde dieses Spiel momentan nicht modden, auch wenn die Verlockung sehr groß ist bei einigen Sachen, die mich wirklich stören. Aber Bethesda hat sich noch nicht dazu geäußert und rein theoretisch hat Bethesda Modden, die, wenn sie es nicht erlaubt haben oder noch nicht erlaubt haben, als Cheating deklariert. Bisher haben sie sich, wie gesagt, noch nicht zu den aktuellen Mods geäußert. Es gibt da aber so ein paar Mods, die könnte man definitiv als Cheating bezeichnen, muss ich wirklich sagen. Und das ist in einem Multiplayer-Game immer sehr, sehr heikel. Mehr als heikel. Deswegen keine Mods. Ich würde es euch momentan wirklich nicht empfehlen. Es kann wirklich sein, dass ihr dafür einen Permaban, wie man so schön sagt, einen permanenten Bann riskiert. Sunshine Meadows Gewerbefarm. Gut, da werden wir in der nächsten Folge reingehen. Jetzt habe ich euch die ganze Folge zugetextet und ihr denkt euch, oh Gott, ich möchte wieder Koop, bitte, ich möchte weniger Gelaber von der Alten da. Ja, mehr Gelaber hört ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen würden. Bis dahin, ciao.